Skatende Jugendliche sind aus vielen, oftmals nicht wirklich nachvollziehbaren Gründen einigen Erwachsenen ein Dorn im Auge. Zu laut, zu rabiat, zu wild, soweit die Argumentation. Der Autofahrer dieses beeindruckenden Schlittens kann diese Argumentationskette scheinbar recht gut nachvollziehen. Vielleicht ist er aber auch einfach beleidigt, dass er nicht wie sonst mit 160 durch die Innenstadt brausen kann. Also hält er an, steigt aus, schnappt sich das nächstbeste Skateboard und wirft es von der Brücke. Wie ein grantiger Zwerg stapft er zurück zu seinem Auto und donnert davon. Die Skater sind eher erheitert und machen weiter wie bisher. Der Dialog zwischen der Jugend und dem tobenden Erwachsenen gescheitert.